Moin und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge hier auf der Petite Ile Map mit mir, dem Chris LP. Ja, es geht weiter. Im letzten Part haben wir uns ja so ein bisschen um das Mähen, um das Pflügen und so ein bisschen auch um die Produktion gekümmert. Und ja, wir werden jetzt erstmal zum Hof fahren und werden uns mal um etwas bisschen was anderes kümmern, denn in keinem Projekt habe ich es bisher hinbekommen, dass ich einfach mal den Seedmaster gestartet bekomme. Und ich dachte mir, das wird jetzt erstmal das erste Projekt sein, wo wir mal so richtig den Seedmaster zu laufen bekommen. Und ja, das werden wir heute machen an dem Part. Denn ich habe in der Zwischenzeit zwei Flüssigdüngerbehälter gekauft, also 4000 Liter. Und die werden wir gleich umfüllen in das Kottefass. Und damit werden wir dann gleich in Richtung Seedmaster fahren, also da wieder reinfüllen. Wir werden gucken, ob wir noch irgendwie Getreide haben, Weizen oder so. Werden das da auch reinkippen und dann läuft die normalerweise die ganze Luzi. Ja, Heumähen, der Fan ist fertig. Ich werde da noch ein bisschen die Ränder mitmähen. Bisschen habe ich schon was gemacht, das werden wir aber den Rest werde ich auch noch machen. Vielleicht kommen wir in dem Part schon dazu oder ja, halt im nächsten. So, der ist am Pflügen, der ist hoffentlich auch bald fertig. Aber glaube ich wohl. So. Wir fahren mit dem zurück. Ja, im letzten Part haben wir ja so ein bisschen so ein kleines Resümee gemacht über die FarmCon. Denn da habe ich so einfach mal so ein bisschen erzählt, was so stattgefunden hat. Denn es gab wohl ein FarmCon-Video, das habe ich ja euch gesagt. Da haben wir uns drüber unterhalten, ich und Addictive. Aber sonst hatten wir eigentlich nicht so ein wirkliches Video drüber. Und darum dachte ich mir, komm, kannst du nochmal so ein bisschen drüber reden, bisschen über ein LS19 auch, das werden wir heute in diesem Part machen. Und, ja. Ja, es kam ja dieses schöne Thema, was darf im LS19 nicht fehlen. Es war ein interessantes Thema, muss man sagen, denn man konnte, es war jetzt, habe ich im letzten Part auch schon gesagt, es war nicht so ein direktes Thema, ja, Giants präsentiert uns die neuen Features vom LS19. Nein, das war dann eher doch so ein Feature oder so ein Thema, sage ich mal, wo die Community äußern konnte, was würden sie sich wünschen für den LS19. Und Giants hat sich das aufgeschrieben und wird sich das Ganze dann überlegen. Ja, so war das Thema aufgebaut und ich habe mir einfach mal gedacht, ja, schreibst du einfach mal die ganzen Punkte mit, so was geäußert worden sind. Ein paar ähnliche Punkte gibt es. Es wurden ein paar größere Punkte immer wieder genannt, wie, kann man schon mal sagen, wie Multiplayer verbessern oder wie den KI-Verkehr verbessern, die Missionen verbessern. Einfach so ein paar grundlegende Sachen, die es schon gibt oder einfach so ein bisschen verbessern oder ein paar neue Sachen auch dazu bringen. Und ja, was neu war, war natürlich, oder was jetzt neu so ein bisschen dazu kommen, was die Community wollen würde, wäre zum Beispiel, dass einfach es HD-Ballen gibt. Also, dass es mehr Ballen, unterschiedliche Ballentypen gibt. Das ist so, dass man die Ballen auch unterschiedlich auswählen kann, wie 1,3, 1,4, 1,5, 1, XY. Also das, was man bei der Ultima auswählen kann. Und einfach HD-Ballen, so Hochdruckballen, da gibt es ja jetzt schon die Welker-Presse. Also, dass man zum Beispiel die Welker-Presse oder irgendeine andere mit reinnimmt. Und dann so kleine Ballen machen kann, auch die laden kann. Und einfach so für kleinere Landwirte oder für Oldtimer dann wieder gut geeignet, dass man da so eine kleine Presse hat. Das war auf jeden Fall ein interessantes Thema. Ist mir noch gar nicht so wirklich gekommen, so im Spielen. Da habe ich noch gar nicht so wirklich drüber nachgedacht. Also ich muss sagen, der Themenpunkt gefällt mir eigentlich. Ich fände es auch richtig geil, wenn sowas käme. Also ich habe da wirklich noch nie drüber nachgedacht, so wirklich, wo ich gespielt habe und wo ich das so gehört habe, dachte ich mir auch, ja, okay. Ist ja eigentlich ein nicht schlechtes Thema. Ja, was kam noch so? Die Wetterzufälligkeit sollte geändert werden. Oh, holla. Das Wetter sollte einfach zufälliger werden. Also sozusagen, dass es mal nicht einen Tag regnet, einen Tag sonnig, einen Tag Nebel, sondern dass auf einmal plötzlich Nebel auftaucht, der nach einer Stunde wieder weg ist, oder dass für eine Stunde Schauer auftauchen, der wieder weg ist, oder dass immer wieder Schauer kommen, mal, dass man so ein schauerriges Wetter eher hat, oder einfach mal auch abends Nebel auftauchen können, einfach dass immer wieder mal so früh Sonne, abends Wolken, oder früh Sonne, abends Regen, also so, dass das Ganze bisschen variabler wird, das Ganze. Ja, was soll noch dazu kommen? Wenn wir schon beim Thema Regen sind, es wurde sich gewünscht, das alltägliche Problem
was andere Simulatoren schon hinbekommen, auch Konkurrenzsimulatoren hinbekommen, oder Mitbewerber, wie man das nennt. Ja, dass es nicht durch die Dächer regnet. Das ist ein alltägliches Problem, das kennt man. Es regnet immer noch durch die Dächer. Es ist, sie meinen, es ist ein Frame-Problem auch. Ich hoffe einfach mal, dass es hinbekommen wird, weil da gab es am meisten Zustimmung für das Ganze, dass das Ganze doch mal wirklich in den Griff bekommen wird, weil ja, es ist halt nicht so schön, wenn es dann durch die Dächer regnet, wenn man denkt, ja, man stapelt jetzt Stroh rein und dann regnet es durch. Eigentlich ist dann das Stroh kaputt, verschimmelt, brennt oder sonstige Tiere. Also das, ja, das ist einfach nicht mehr da, es schimmelt, also dass es Mist ist dann, das ganze Stroh, wenn es reinregnet. Ich hoffe, dass das auch besser wird, weil es wäre wirklich realistischer, wenn es das gäbe, wenn es halt nicht mehr reinregnet. Ich steige eben um. Was kam noch? Dass es vielleicht die Tiere sich ein bisschen ändern. Dass es vielleicht, dass man sagen kann, man macht vielleicht, ach Gott, ich wollte hier einstellen, dass es vielleicht Jungtiere gibt oder dass es männliche, weibliche Tiere gibt, dass es Stier, Ochsen oder sowas gibt, halt, dass die Tiere unterschiedlicher werden oder, ja, dass man unterschiedliche Tierrassen auch kaufen kann, also dass man sagen kann, ich kaufe mir jetzt einen Angus, ich kaufe mir einen Limousin, ich kaufe mir einen Cherokee, ich kaufe mir einen Schwarzbunte, also da gibt es ja tausend Sachen oder Fleckvieh. Also, da gibt es ja tausende Rassen und sowas wurde auch vielleicht so ein bisschen gefordert, dass sowas noch mit reinkommt, dass das Ganze ein bisschen variabler wird, dass man halt auch ein bisschen das Spiel ein bisschen, ja, attraktiver macht. Ja, eine andere Sache, was noch gefordert worden ist oder überlegt worden ist, ob man nicht sowas machen kann wie bei der Ultima, dass man, wenn man presst, dass auch die Netzrollen mal leer werden oder dass man einfach sagt, ja, wir können auch einfach mal die Folien austauschen, wenn wir Wickelballen machen. Also wenn wir Ballen machen, dass das so ein bisschen anders wird. Und ja, genau. Da, das, ja, dass man einfach auch sagt, ja, nach 1000 Ballen ist die, oder das nach 100 Ballen, dann ist das Netz leer. Dann fährst du mit einer Palette dran, die kann man beim Shop kaufen. Füllt das Ganze auf und gut ist. Oder sowas wie bei der Menge Ladewagen mit Ziliermittel, dass man sowas auch schon mal machen könnte. Das war auch eine, ja, fände ich cool, wenn man das in allen Ladewagen machen könnte mit so Ziliermittel. Der Menge Ladewagen kam ja eigentlich von dem Modder, der bei Giants arbeitet. Maurus kennt man eigentlich. Und ja. Ich hoffe, dass es das so ein bisschen Anreiz gibt, dass das auch ein bisschen rein. Verschiedene Modding-Sachen, dass man das ein bisschen ändert, dass das Modding noch mal so ein bisschen besser wird, auch in der Config und sowas. Ja, ein anderes Thema war der Shop, dass man Shop noch mal so ein bisschen die Designs sehen kann. Zum Beispiel jetzt, wenn man ein Auto kauft, kann man ja 8 Designs auswählen und man sieht dann, sieht das richtige Design eigentlich nicht. Also man kauft Design 8, aber weiß nicht, wie das wirkliche Design aussieht. Und ja, da gab es aber auch, da meinte Chahir, sie wissen nicht, wie sie das machen sollen. Dann kam aber auch schon so eine kleine Hilfe von jemandem, von dem Modder, glaube ich, dass man das vielleicht auch so machen könnte, dass man es einfach so macht, dass man das Ding, das Gerät einfach so erkauft oder dass das einfach platziert wird und dann so eine Zeit von 5 Minuten, dass man das sieht. Und dass man sagen kann dann, ja, in 5 Minuten verschwindet das wieder oder in 5 Minuten muss man bestätigen, ob man das kaufen möchte oder nicht. Finde ich eigentlich co eine coole Sache, wenn man einfach sehen kann, wie das Gerät vorher ausschaut, ist auch mit Farben. Wenn man so viel Farbenwahl hat und sich denkt, das Dunkelblau schaut wie das bisschen hellere Blau aus, aber wie schaut das wirklich aus oder bei Grün. Wenn man das richtige Fendtgrün für einen Frontlader haben möchte oder so. Das finde ich auf jeden Fall eine coole. So, wir suchen jetzt eben, gucken, ob wir nicht irgendwie so ein bisschen Getreide noch für uns haben. Ja, Weizen hätten wir 20.000, 15.000 Gerste. Sonnenblumen, die gibt es jetzt dann wieder.
Sojabohnen, das habe ich gerade gesehen. Die Sonnenblumen sind reif. Sojabohnen hätten wir auch noch. Okay. Körnermais, Kartoffeln, Zuckerrüben, Gras, Heu, Dünger, Mist. Sehr gut. Futter. Häckselgut, Hackschnitzel, Silage, Stroh, Schweinefutter, Gras, Heu, Kompost, Weizen. Nehmen wir mal Weizen. Naja, voll. Okay. Naja. So viel bräuchten wir eigentlich nicht, aber ich will versinken. Naja, egal. Ja, den Fendt, ich sehe, dass der Fendt fertig ist, den müssen wir auch gleich noch holen. Machen wir auf jeden Fall. Aber ich möchte jetzt eben schnell den Seedmaster in Gang kriegen, dass der zumindest über Nacht laufen kann. Das Pflanzenwachstum habe ich ausgestellt, also das würde jetzt nicht wachsen mehr. Und obwohl, wir könnten den Anhänger erstmal stehen lassen. Wir können dann die 4000 reinfüllen, wenn es dann soweit gelaufen ist. Gucken, wie schnell das läuft vor allen Dingen. Was wir nicht vergessen dürfen, wenn ein neuer Tagesanbruch ist, Wasser zur Sojabohnenproduktion. Wir müssen überall einfach gucken, wo Wasser hin muss. Wir müssen gucken wegen den Paletten bei der Schreinerei, wie die da ausschauen oder wie es da überhaupt ausschaut. Wenden müssen wir das Gras, das können wir vielleicht jetzt noch machen, bevor die Nacht drüber geht. Mal gucken. Gucken wir mal, ob man das hier irgendwo kippen können. Boah, Kamera macht mich wahnsinnig. So, reinkippen. 10, bis 10.000, glaube ich, geht es rein. Also 4.000 müssten übrig bleiben. Ja. Da. Normalerweise müsste das gleich in Gange gehen. Siehst du, läuft durch, wunderbar, sehr schön. So, wir können ja eigentlich mal einen anderen Schlepper nehmen, denn ja, was wurde sonst noch so gefordert? Vielleicht so ein bisschen, dass der Boden ein bisschen attraktiver wird oder dass der sich einfach ein bisschen bessert, dass man, ja, es wird kein, ja, keine richtigen realistischen geben, keinen dynamischen Boden wird es nicht geben, da wird das Problem sein, oder meinten sie, dass das Problem ist mit der Physik und einfach mit den Frames, dass das Ganze einfach zu schwierig wird, dass man es auch auf älteren PC spielen kann. Das wird wahrscheinlich ein Problem werden. Ach, wir müssen die Paletten umpacken. Bretterpaletten, 93, oh, die müssen wir umpacken. Eine ist auf jeden Fall voll, ja. Und das wird wahrscheinlich das Problem werden. Aber man könnte ja zum Beispiel den Boden so verändern, dass man hat steinigen Boden, kiesigen Boden, sandigen Boden, also dass sowas ein bisschen stattfindet. Oder dass man sowas hat. So, wir nehmen den mal eben mit. Den können wir eben zum Hof fahren. Ja, der KI-Verkehr soll sich nochmal verändern. Das wurde sich auch gewünscht, dass er nicht so wie Blöcke ist, einfach so Wände, so Kolli-Wände ist, also wenn man reinfährt, bumm, und das Auto bewegt sich keinen Meter weg. Früher hatte ich im LS9, glaube ich, hatte ich immer irgendwie einen Frontlader genommen, Autos genommen und irgendwo hingeschmissen, irgendwo in Bäche reingeschmissen oder so, also das war immer irgendwie lustig. Wenn man so ein bisschen die Autofahrer geärgert hat. Genau, so, die können wir daran hängen, den brauchen wir auch bald. So, den Fan, genau. Dass der nicht ungeduldig wird, zack. So, vorne Licht reicht, dann fahren wir den zurück. Obwohl, wir könnten eben... Normalerweise reicht das auch vorne. Könnten eben hier vorne das Eck noch wegmähen. Dass das nochmal ein bisschen schöner ausschaut, dass es hier nochmal ein bisschen gleichmäßig ausschaut, dass es ein bisschen, ja, nicht so gefranzelt ausschaut. Ja, dann haben wir das hier vorne schön, dann können wir das wenden im nächsten Part. Vielleicht spule ich schon im nächsten Part, das weiß ich noch nicht, oder ob ich es noch ein bisschen weiterlaufen lasse. Dass wir noch mal so ein bisschen in die Nacht reinkommen. Vielleicht lasse ich auch die Nacht ein bisschen schneller durchlaufen.
Tiere müssen wir unbedingt versorgen. Das habe ich gesehen gerade eben vorher schon, dass wir die versorgen müssen. Wahrscheinlich auch Wasser, aber das Wasser haben wir ja gesagt, werden wir im nächsten Part auch kümmern. Also wir haben ja jede Menge zu tun. Heu, Gras, dann die Sonnenblumen sind fertig. Ja. So. Wo geht's raus? Hier. Ja, der manuelle Abkuppeln und Anhängen wird auf jeden Fall im nächsten Part dabei sein. Das will ich auf jeden Fall. Es gibt ja jetzt den Bot oder das Skript, dass man manuell die Plane öffnen kann beim Düngerstreuer und beim Anhänger. Das finde ich auf jeden Fall auch cool. Das werde ich auch mit reinnehmen. Dann haben wir das auch schon mit drinnen. Dann hängen wir das Frontmähwerk noch weg, dann können wir uns ein Dings anhängen gleich. Ein Frontlader wieder, weil dann können wir mit dem die Kühe sauber machen. Weil dann fangen wir mit dem schon mal an eben. Ich muss dann noch gucken, was jetzt Grasballen sind oder was nicht Grasballen sind. Weil da unten auf dem einen Anhänger sind noch irgendwie was, aber... Wir hatten doch mal auf dem Einfeld Gras gemacht. Ich weiß es gar nicht mehr. Auf dem Einfeld hatten wir Gras gemacht. Da haben wir da Heu gemacht. Und Gras hatten wir nur so reingeschmissen. Ah, die geht an Telelader hin. Aber wir können eben da hinten gucken. Das sind Heuballen normalerweise. Ja, das sind die Heuballen. Das sind auch nochmal Heuballen. Heuballen haben wir. Oder war das Thema, dass wir Grasballen machen? Ich weiß gar nicht mehr. Was hatten wir denn geplant? Wenn wir Grasballen machen, dann brauchen wir eigentlich nicht wenden. Hätten wir das Thema schon beendet. Oder wir machen beides. Ja. Die Silage brauchen wir erstmal nicht machen. Die haben wir ja. Da haben wir einen ganzen Anhänger voll Ballen und hinten... Auf der einen Weide, da liegen hier auch noch 10 Stück oder was. Wir sollten uns vielleicht so einen platzierbaren Futtermischer hinstellen. Das wäre auch noch eine Idee, die wir auf Old Streams auch hatten. Dieses blauen Mischer, die, dass wir sagen, ja, den stellen wir hin und machen, tun mit dem einfach Futter mischen. Dass wir einfach nur noch das Zeug reinschmeißen müssen und gut ist. Ich glaube, Grasballen war das Thema. Werde ich aber noch mal gucken auf jeden Fall, dass wir nicht doppelt und dreifach alles machen. So, misten müssen wir gleich. Ah, vielleicht könnte man... Das Geld haben wir nicht, sonst hätte ich gesagt, wir holen uns einen Weidemann. So. Ballen schieben wir eben mal mit raus. Ist alles sauber? Ja, sehr schön. So, Ballen, du gehst mal eben mit raus hier. Ich glaube, das ist sogar so irgendwie so ein Heuball. Naja, jetzt haben wir ja Gras in der Schaufel. Gucken, ob das normal ist, müsste das alles rein. Ne, geht nicht alles rein. Obwohl, ich habe gerade... Ja, Gras brauchen die Kühe, aber wenn das noch nicht mal voll ist... Wir brauchen ja eigentlich nur Heu für die Futtermischeranlage. Dann können wir ja eigentlich leichter... können wir ja leichter Heu machen. Ja, aber ich würde sagen, das gucken wir im nächsten Part. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Tschüss.